Jede und jeder zweite Deutsche glaubt an die Existenz von Außerirdischen. Und durch Filme wie Alien oder E.T. nahm die Begeisterung immer weiter zu. Während sie in Filmen aber oft als angsteinflößend dargestellt werden, sieht das in der Realität ganz anders aus. Denn immer mehr ForscherInnen und WissenschaftlerInnen versuchen proaktiv Kontakt zu ihnen herzustellen. Wissenschaftlerteams des Projekts METI haben es sich zur Aufgabe gemacht, in die Offensive zu gehen. Mit goldenen Datenschallplatten wurden zuletzt Nachrichten in 55 verschiedenen Sprachen ins All gesendet. Abgelöst werden diese nun durch neueste Technologien wie diesem chinesischen Radioteleskop FAST. Ziel ist es, Antworten auch bei einer Entfernung von 20.000 Lichtjahren früher zu erhalten. Einige Astrosoziologen rechnen im Falle eines Erstkontakts aber mit einer zivilisatorischen Krise. Denn in der Menschheitsgeschichte sind 95% der Aufeinandertreffen für die jeweils Entdeckten, die dann ja wir wären, schlimm ausgegangen. Vielleicht ist aber auch genau das der Grund, weshalb wir nicht aufhören, uns den Herausforderungen des Universums zu stellen.